am Anfang bist du nach Neuss gegangen und hast zu den Jungs gesagt, hey, ich möchte gerne bei euch das Workout machen, damit du qualifiziert wirst, richtig? Ja, genau. Das sind ja so 5 Wochen, also jede Woche ein Workout. Und nach diesen 5 Wochen kamen damals die besten 30 aus Europa, kamen zu den Regionals, aber aus ganz Europa, ne? Aber du hast vorher noch nie CrossFit und richtig gemacht. Ich kam dahin. Ja, ne, so ein halbes Jahr für mich so ein bisschen trainiert, CrossFit, ne? So ein halbes Jahr im Fitnessstudio. Hab gedacht, ich mach das schon. Ja, und ich bin wirklich hin und so, ja, ich habe mir das im Internet angeguckt, das kriege ich hin. Ja, dann bin ich dahin und ich konnte alle Übungen an sich, aber ich natürlich nicht so gut, wie es muss. Und dann haben die mich halt mehr oder weniger nett ausgelacht und so, hör mal, ey, ist ja super, dass du so motiviert bist, aber das ist der falsche Weg, das ist das falsche Ziel, das ist viel zu viel, das schaffst du nicht. Und da war ich voll beleidigt, ne, habe ich so gedacht, boah, shit, Mann. Ah, krass. Ich habe mir das unbedingt als Ziel gesetzt, das kann mir jetzt keiner hier so, da war ich richtig, war so geknickt, weißt du? Ja, und dann das Jahr, da bin ich, aber in dem Jahr schon, was dann doch viel überrascht hat, da bin ich in Deutschland in den Top 20, glaube ich, schon gelandet. Oh, wow. Meine ich. Wie viele machen damit? Ich weiß nicht, wie viele es in dem Jahr waren, aber also schon, also da ist Deutschland schon mit CrossFit nicht mehr so unbekannt gewesen. Also lass mal sagen, ein paar Tausend, ne, werden da drin sein. Digga, das heißt, du hast ein halbes Jahr vorher trainiert, angefangen mit CrossFit, angefangen, diese ganzen Techniken auch zu lernen, weil ich glaube, das ist ja auch das Schwierige. Die Koordination, ich meine, die Kondition kannst du ja mit Ausdauersport und sowas holen, aber die Technik, wenn du die nicht hast, dann kannst du nicht die 130 einmal umsetzen und so weiter. Das ist das Schwierige. Und allein von den 1000 bist du in dem ersten Jahr schon 20. geworden oder in die Top 20. Genau, genau. Und dann habe ich dann so gedacht, so, okay, das Ziel halt nicht erreicht, was du wolltest, aber irgendwie habe ich dann, aber dann gedacht, okay, das ist aber trotzdem drin. Also ich habe nicht so die Motivation verloren und habe gesagt, nee, ich krieg das hin, safe. Ja. Ja, und dann war so ein Jahr später, wir haben jetzt 2014, haben wir dann, das war Frühjahr 2014, und im Dezember haben wir dann die, mit meinem Partner damals haben wir die Box eröffnet. Und ab dann konnte ich mit geregelterem Tagesablauf, weil vorher war das mit Personal Training und Fitnessstudio, das war immer so ein Hustle, hin, her fahren. Und da habe ich einmal am Tag trainiert. Und dann bin ich von, im Dezember 2014 bin ich auf zweimal am Tag trainieren hingegangen. Also wirklich, habe es umgestellt, habe mir das besser eingeteilt, habe versucht, dementsprechend ein bisschen anders zu essen, mehr zu essen, gesünder noch, und habe den Fokus noch viel mehr draufgelegt. Und dann bin ich in dem Jahr 2015 schon bei den ersten internationalen Wettkämpfen auf dem Podium gelandet. Und dann habe ich halt gedacht, okay, nächstes Jahr, die Open 2015, habe wieder mitgemacht. Dann bin ich europaweit, lass mal sagen, dann war ich 170, nee, 300 irgendwas. Genau, dann war ich 350. in Europa. Mhm. Und das ist ja gut, ist schon, aber war ich weg von den Top 30. Genau. Ja, muss man so sagen, ne? Dann war ich immer noch so der, da haben immer noch alle gesagt, hör mal, ist jetzt gut, aber viel weiter wirst du nicht kommen. Danach das Jahr, 2016, habe ich gedacht, dieses Jahr mach's es. Dann bin ich 150. so um den Dreh geworden. Da war das schon knapper. Nee, 2016 war dann schon, genau, ich bin 300 irgendwas und dann bin ich irgendwas mit 60. geworden. Stimmt, da war das schon relativ knapp. Und dann siehst du aber in dem Open-Fenster, dann siehst du ein Punktesystem. Und dann siehst du, dass die Top 30, du kriegst für jede Platzierung einen Punkt und du musst möglichst wenig Punkte haben, um oben zu stehen nachher. Also das heißt, wenn du 100. wirst, kriegst du 100 Punkte und der Erste kriegt nur einen Punkt fürs Workout. Okay. Und nach 5 Workouts haben halt, ja, da waren die Top 30, hatten so maximal 300 Punkte nach den 5 Workouts. Und ich hatte mit Platz 65, hatte ich, glaube ich, 670 oder so. Und dann dachte ich so, ah krass, okay, die haben doppelt, also die haben, ich habe doppelt so viele Punkte wie die. Das heißt, das Gap ist zwar, sind nur 30 Plätze oder 35 Plätze, aber die Punkte, die sind so viel besser noch. Das ist weit weg, es ist wirklich weit weg. Und da war ich nach 2016, weiß ich noch, da war ich sehr geknickt, weil da habe ich gedacht so, okay, vielleicht reicht es wirklich nicht. Dann habe ich das Ziel so mehr auf die Wettkämpfe gesetzt. Dann habe ich gesagt, komm, das macht live, macht das so Bock. Weißt du, diesen Thrill, wenn die sagen so 3, 2, 1, go und dann auf die Fläche und dann alles geben, das hat sowieso Bock gemacht. Also ich hätte nicht weniger trainiert, nur weil das nicht klappt. Und dann haben die Open 2017 angefangen. Und dann kam das erste Workout raus, weiß ich, ich wollte nicht so nervös sein, aber irgendwie hatte ich so im Hinterkopf so, ja, vielleicht klappt's ja doch.
Ja, und dann habe ich das erste Workout das erste Mal gemacht, war ganz schlimm, war traurig, lief nicht gut. Dann habe ich es nochmal gemacht und dann auf einmal, ich weiß nicht, was geklickt hat, vielleicht so ein bisschen so diese Einstellung so, ja, mach einfach und setz dich nicht so unter Druck. Und dann war das zweite Mal, als ich das Workout gemacht habe, hatte ich schon einen Score, wo ich wusste, okay, der ist auf jeden Fall gut. Der ist schon viel besser und vielleicht wäre das schon ein Score, um insgesamt nachher gut dazustehen. Und montags morgens ist der letzte Tag, wo du so ein Open Workout nochmal wiederholen kannst. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich einen Kumpel angerufen, ich so, willst du vorbeikommen, wir machen das nochmal. Ey, und mein Rücken war völlig zerstört davon. Das war einfach Kurzhantel, so Snatches, ganz viele Wiederholungen und Burpee Box Jump Over, ein ganz brutales Workout, super schlimm. Und dann haben wir das nochmal durchgezogen und dann kamen so 5, 6 Mitglieder aus der Box morgens früh, die Zeit hatten und haben sich um mich rumgestellt, dass wenn ich einmal angefangen habe, dass ich nicht abhaue, weißt du? Jetzt hat er hat gesagt, er macht es nochmal, dann muss er das durchziehen. Ey, und dann habe ich einen europaweiten Score hingelegt, dann war ich, glaube ich, 28. oder 27. in dem Workout. Das heißt, ich stand, nach dem ersten Workout stand ich oben in der Liste drin, in der Qualifikation, da war so eine Linie und dann stand ich da drunter, also ich war in der Linie drin. Und ab dann schlaflose Nächte, kannst du dir vorstellen. Nächste Workout kommt raus, ich völlig nervös und dann war ich bei Jörn, das weiß ich noch. Das zweite Workout hat er uns eingeladen und das lief erste Mal gar nicht gut. Das erste Mal war wieder eine Katastrophe. Also ich weiß nicht warum, wir hatten eine andere Pull-Up-Stange als bei mir in der Box, die war rutschiger und das Workout war mit 2 Kurzhanteln und so viele Ausfallschritte und irgendwie wirkte das auf mich so, ich habe das gemacht, bisschen zu schnell angefangen, glaube ich. Und ich habe gedacht, boah, nee, da sind andere besser als ich, das packe ich nicht. Und dieser Markus Schmidt, der mit mir damals mitgekommen ist, der hat das Workout beim ersten Versuch so viel besser als ich gemacht. Da habe ich gedacht, so, boah, nee, wenn ich jetzt ihn hier nicht schlagen kann, dann wird es europaweit auch nicht reichen. Ja, und dann habe ich nächstes Mal, als ich es gemacht habe, ich habe es nochmal gemacht und dann auch wieder mit dem Markus. Und dann habe ich es viel ruhiger angegangen, ähnlich wie beim ersten Mal. Beim ersten Workout und dann war der zweite Score auf einmal bombengut. Ja, Ergebnis eingetragen und dann stehe ich nach 2 Workouts nicht 27., sondern 25. overall. Würdest du grundsätzlich sagen, dass du dich einfach zu viel unter Druck gesetzt hast vor diesen Workouts? Genau. Ja, also du kannst im Endeffekt so im Nachhinein betrachtet, kannst du sagen, dass diese Nervosität, die du dir selbst gibst, dass die dir ganz viel da kaputt machen kann. Dass wenn du dich zu sehr unter Druck setzt, dass du denkst, ich muss. Weil was passiert denn, wenn du es nicht schaffst? Eigentlich ja nichts. Ja. Und wenn du das erste Mal ein Workout, sag ich mal, nicht gut machst, dann machst du es einfach nochmal. Aber ja, stimmt, du hast halt ja dann, die Woche Zeit dann quasi, ne? Ja, zumindest hast du von freitags morgens früh bis montags abends. Okay. Also du hast halt schon definitiv Zeit. Mind Over Matter Podcast. Echte Menschen, echte Stories.